Herkese merhaba. Deutsche Verben Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden füttern, fressen, wachsen, frieren, heizen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz füttern. Beslemek anlamına geliyor. Präsens, ich füttere. Ben besliyorum. Ich füttere. Ich füttere. Präteritum, ich fütterte. Ben besliyordum, besledim. Ich fütterte. Ich fütterte. Perfekt, ich habe gefüttert. Ben besledim. Ich habe gefüttert. Ich habe gefüttert. Tekrar edelim. Ich füttere. Ich füttere. Ich fütterte. Ich fütterte. Ich habe gefüttert. Ich habe gefüttert. Futur 1, ich werde füttern. Ben besleyeceğim. Ich werde füttern. Ich werde füttern. Futur 2, ich werde gefüttert haben. Ben beslemiş olacağım. Ich werde gefüttert haben. Ich werde gefüttert haben. Plusquamperfekt, ich hatte gefüttert. Ben beslemiştim. Ich hatte gefüttert. Ich hatte gefüttert. Tekrar edelim. Ich werde füttern. Ich werde füttern. Ich werde gefüttert haben. Ich werde gefüttert haben. Ich hatte gefüttert. Ich hatte gefüttert. Örnek cümlemize geçelim. Der Bauer füttert seine Kühe im Winter mit Heu. Çiftçi kışın ineklerini samanla besliyor. Tekrar edelim. Der Bauer füttert seine Kühe im Winter mit Heu. Der Bauer füttert seine Kühe im Winter mit Heu. Diğer fiilimiz fressen. Yem yemek, yemlemek veya insanlar için kullanıldığında kabaca tıkınmak anlamına geliyor. Fressen fiilimiz düzensiz bir fiildir. Bu fiilimizi es kişi zamiriyle çekimleyelim. Präsens, es frisst. Yem yiyor. Es frisst. Es frisst. Präteritum,
fraß. Yem yordu, yem yedi. Es fraß. Es fraß. Perfekt. Es hat gefressen. Yem yedi. Es hat gefressen. Es hat gefressen. Tekrar edelim. Es frisst. Es frisst. Es fraß. Es fraß. Es hat gefressen. Es hat gefressen. Futur bir. Es wird fressen. Yam yiyecek. Es wird fressen. Es wird fressen. Futur iki. Es wird gefressen haben. Yam yemiş olacak. Es wird gefressen haben. Es wird gefressen haben. Plusquamperfekt. Es hatte gefressen. Yam yemişti. Es hatte gefressen. Es hatte gefressen. Tekrar edelim. Es wird fressen. Es wird fressen. Es wird gefressen haben. Es wird gefressen haben. Es hatte gefressen. Es hatte gefressen. Örnek cümlemize geçelim. Die Kühe fressen im Winter Heu. İnekler kışın saman yiyorlar. Tekrar edelim. Die Kühe fressen im Winter Heu. Die Kühe fressen im Winter Heu. Diğer bir fiilimiz wachsen, büyümek anlamına geliyor. Bunu insanlar için de, bitkiler için de kullanabiliriz. Wachsen fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsens, ich wachse. Ben büyüyorum. Ich wachse. Ich wachse. Präteritum, ich wuchs. Ben büyüyordum, büyüdüm. Ich wuchs. Ich wuchs. Perfekt. Ich bin gewachsen. Ben büyüdüm. Ich bin gewachsen. Ich bin gewachsen. Tekrar edelim. Ich wachse. Ich wachse. Ich wuchs. Ich wuchs. Ich bin gewachsen. Ich bin gewachsen. Futur bir. Ich werde wachsen. Ben büyüyeceğim. Ich werde wachsen. Ich werde wachsen. Futur iki. Ich werde gewachsen sein. Ben büyümüş olacağım. Ich werde gewachsen sein. Ich werde gewachsen sein. Plusquamperfekt. Ich war gewachsen. Ben büyümüştüm. Ich war gewachsen. Ich war gewachsen. Tekrar edelim. Ich werde wachsen. Ich werde wachsen. Ich werde gewachsen sein. Ich werde gewachsen sein. Ich war gewachsen. Ich war gewachsen. Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder wachsen während der Pubertät sehr schnell. Çocuklar ergenlik çağında çok çabuk büyürler. Tekrar edelim. Die Kinder wachsen während der Pubertät sehr schnell. Die Kinder wachsen während der Pubertät sehr schnell.
Farklı bir örnek cümlemiz. Die Wirtschaft des Landes ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ülke ekonomisi son yıllarda muazzam bir büyüme gösterdi. Tekrar edelim. Die Wirtschaft des Landes ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Die Wirtschaft des Landes ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Diğer fiilimiz frieren, üşümek anlamına geliyor. Bu fiilimiz düzensiz bir fiildir. Präsens, ich friere. Ben üşüyorum. Ich friere. Ich friere. Präteritum, ich fror. Ben üşüyordum, üşüdüm. Ich fror. Ich fror. Perfekt, ich habe gefroren. Ben üşüdüm. Ich habe gefroren. Ich habe gefroren. Tekrar edelim. Ich friere. Ich friere. Ich fror. Ich fror. Ich habe gefroren. Ich habe gefroren. Futur bir, ich werde frieren. Ben üşüyeceğim. Ich werde frieren. Ich werde frieren. Futur iki, ich werde gefroren haben. Ben üşümüş olacağım. Ich werde gefroren haben. Ich werde gefroren haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gefroren. Ben üşümüştüm. Ich hatte gefroren. Ich hatte gefroren. Tekrar edelim. Ich werde frieren. Ich werde frieren. Ich werde gefroren haben. Ich werde gefroren haben. Ich hatte gefroren. Ich hatte gefroren. Örnek cümlemize geçelim. Gibst du mir bitte die Decke? Ich friere schon den ganzen Tag. Bana battaniyeyi verir misin lütfen? Bütün gündür üşüyorum. Tekrar edelim. Gibst du mir bitte die Decke? Ich friere schon den ganzen Tag. Gibst du mir bitte die Decke? Ich friere schon den ganzen Tag. Diğer fiilimiz heizen, bir ortamı ısıtmak anlamına geliyor. Präsens, ich heize. Ben ısıtıyorum. Ich heize. Ich heize. Präteritum, ich heizte. Ben ısıtıyordum, ısıttım. Ich heizte. Ich heizte. Perfekt, ich habe geheizt. Ben ısıttım. Ich habe geheizt. Ich habe geheizt. Tekrar edelim. Ich heize. Ich heize. Ich heizte. Ich heizte. Ich habe geheizt. Ich habe geheizt. Futur bir, ich werde heizen. Ben ısıtacağım. Ich werde heizen. Ich werde heizen. Futur iki, ich werde geheizt haben. Ben ısıtmış olacağım. Ich werde geheizt haben. Ich
werde geheizt haben. Plusquamperfekt, ich hatte geheizt. Ben ısıtmıştım. Ich hatte geheizt. Ich hatte geheizt. Tekrar edelim. Ich werde heizen. Ich werde heizen. Ich werde geheizt haben. Ich werde geheizt haben. Ich hatte geheizt. Ich hatte geheizt. Örnek cümlenize geçelim. Wir heizen unsere Wohnung mit Erdgas. Dairemizi doğalgazla ısıtıyoruz. Tekrar edelim. Wir heizen unsere Wohnung mit Erdgas. Wir heizen unsere Wohnung mit Erdgas. Bu dersimizde füttern, fressen, wachsen, frieren, heizen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.